Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrilla.de. Im heutigen Video geht es um die Wellengleichung. Zunächst seht ihr hier, habe ich ein Modell vorgeführt. Wir nehmen das mal hier unten. Was ist eine Welle? Eine Welle ist einfach nur eine Störung, die sich periodisch ausbreitet. Wie kann ich mir das vorstellen, dass sich eine Störung ausbreitet? Na, ich habe hier mal kleine Massepunkte aufgezeigt oder Teilchen. Und jetzt kriegt das erste eine Störung. Das heißt, ich lenke das irgendwie aus, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, irgendwie. Und aufgrund von Federn, die ich jetzt dazwischen gezeichnet habe, breitet sich diese Störung aus. Das heißt, wenn ich dieses hier drüben einfach nach oben auslenke, wie ich es hier mache, dann wird das nächste nach oben gezogen und das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Das dauert alles immer ein bisschen Zeit und somit breitet sich so eine Störung mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Die nennt man Ausbreitungsgeschwindigkeit und dafür führt man das C ein, Ausbreitungsgeschwindigkeit C. Das heißt, in unserem Fall hier oben, wenn ich gezeichnet habe, fällt mir, dass sich unsere Störung in diese Richtung ausbreitet. Jetzt spielt aber noch eine zweite Geschwindigkeit eine Rolle mit. Naja, ihr seht ja dieses Teilchen, dieses Rote, das wird jetzt nach oben hin beschleunigt, das heißt, es hat eine Geschwindigkeit nach oben. Und diese Geschwindigkeit nennt man V und man sagt dazu die Schnelle. Und V, also die Schnelle, steht in diesem Fall hier senkrecht zur Ausbreitungsgeschwindigkeit, dann nenne ich sowas eine Transversalwelle. Das ist zum Beispiel beim Seil der Fall oder auch beim Wasser, wenn ihr einen Stein ins Wasser werft. Wenn ich mir aber den Schall angucke, dann stell ich fest, dass die Schnelle, also die Bewegung der Teilchen, parallel ist zur Ausbreitungsrichtung. Also hier haben wir C weiterhin von links nach rechts. Die Bewegung der Teilchen, ihr seht, hier habe ich die Störung. In dem Fall hat das Ding eine Geschwindigkeit hier rüber gehabt. Also V wäre parallel zur C. Das heißt, ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt mehrere Dinge hintereinander liegen, zum Beispiel verschiedene Magnesien, das gibt es da ganz schön. Und dann könnt ihr den einen ein bisschen anschubsen, dann stoßt den nächsten weiter, den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das heißt, die Störung, damit die Abstände wieder gleich bleiben, gibt sich mit der Zeit, pflanzt sich mit der Zeit in die eine Richtung fort, parallel, aber zur Geschwindigkeit von den einzelnen Magneten. Also wir müssen unterscheiden zwischen Transversal- und Longitudinalwellen. Das Schöne aber ist, die Formel, die wir nachher herausfinden für die Wellengleichung, die gilt für beide. Nun wollen wir uns das genauer anschauen. Wir wollen einen Erreger haben, hier vorne. Und dieser Erreger soll nun harmonisch oszillieren. Harmonisch oszillieren heißt, er schwingt harmonisch, was schon Oszillator sagt. Und das können wir also beschreiben mit S Dach mal Sinus Omega von T. Also das, was wir jetzt immer in letzter Zeit als Schwingung hatten. Das heißt, an dem Punkt 0 hier vorne, wenn wir hier einfach mal eine Achse aufzeichnen wollen, eine X-Achse, dann ist das hier vorne natürlich der Punkt 0. Das heißt, S von T kennen wir ja schon als S-Dach mal Sinus Omega von T. Jetzt oszilliert hier vorne dieser Punkt, das heißt, der führt hier einfach so eine Schwingung durch. Wie ein Federpendel, weil ihr in einem anderen Video kennt. Und jetzt breitet sich die Störung Stück für Stück nach rechts aus. Wenn ich das zum ersten Mal auslenke, dann zieht diese Feder diesem Massepunkt nach. Das heißt, Stück für Stück wird sich diese Störung, diese Schwingung hier nach rechts fortpflanzen. Jetzt wissen wir ja, es gibt eine Ausbreitungsgeschwindigkeit C. Und damit können wir jetzt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnen, wie lange die Störung braucht, bis sie an einem gewissen Punkt x wäre. Also ich möchte an einem gewissen Punkt x wissen, wann die Störung von hier vorne hier angekommen ist. Wie lange geht es? Naja, wir haben ja die Geschwindigkeit c, die Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Das heißt, wir wissen, t kann ich berechnen als x durch c. Das heißt, nennen wir das t-Sternchen. Nach der Zeit t-Sternchen bin ich an der Stelle x, wenn die Welle sich mit der Geschwindigkeit c ausbreitet. Wenn ich das jetzt beachte, dann kann ich das jetzt für jeden möglichen Ort angeben. Das heißt, hier oben war das nichts anderes als die Wellengleichung zum Punkt 0. Wir haben also jetzt zwei Variablen, Ort und Zeit. Besser gesagt, hier andersrum notiert, Zeit und Ort. Hier ganz klar, schmeißt ihr mal einen Stein ins Wasser, dann merkt ihr, wenn ihr zwei Bilder macht davon,
zu unterschiedlichen Zeiten, dass es unterschiedlich aussieht. Das heißt, die Zeit spielt eine Rolle. Und wenn ihr jetzt irgendeine Boje an verschiedenen Orten habt, das genauer anschauen könnt, dann merkt ihr auch, dass der Ort unterschiedlich ist. Ob ich das, wenn ich an zwei unterschiedlichen Orten bin, dann ist diese Boje nicht jedes Mal gleich hoch. Das heißt, Zeit und Ort spielen eine Rolle. Deswegen haben wir jetzt hier zwei Variablen, von der die Funktion abhängt. Wir wollen aber nun den Ort und die Zeit hier mit einbauen. Hier oben hat man den Ort hier einfach 0 gesetzt. Und jetzt benutzen wir die Mathematik. Wir wissen aus der Mathematik, dass ich eine Funktion verschieben kann. Und wir sehen ja hier, dass es nach der Zeit t Sternchen die Störung von der Stelle 0 an der Stelle x angekommen ist. Das heißt, ich muss nichts anderes machen als den Sinus einfach verschieben um t Stern. Und nun, mathematisch gesehen, ist es nichts anderes als t minus t Stern und wir haben unseren Sinus verschoben. Oder wenn ich das natürlich jetzt einsetze, dann steht da nicht t Stern, sondern Sinus Omega von t minus x durch c, das Ganze wunderschön geklammert und schon habe ich meine Wellengleichung. Das heißt, mit dieser Gleichung kann ich jetzt zu einem bestimmten Ort x und bestimmter Zeit t, wenn ich die beiden kenne, kann ich das hier ausrechnen, wenn ich natürlich Omega und die Ausbreitungsgeschwindigkeit kenne. Das heißt, wenn ich weiß, was hier eigentlich für eine Erregerschwingung vorhanden ist und wie schnell sich hier etwas ausbreitet. Das hängt natürlich davon ab, bei diesem Modell, wie stark die Fehler werden oder weil, wenn man nicht ein Modell hat von der Flüssigkeit zum Beispiel. Wellen breiten sich nicht unbedingt gleich schnell aus in Öl wie in Wasser oder ähnlichen Dingen. Nun können wir das noch ein bisschen umschreiben. Wir wissen ja, Omega ist 2π mal f, also Omega 2π mal die Frequenz einer Schwingung. Jetzt müssen wir uns ein bisschen was anderes überlegen. Bei einer Welle sagt man nicht die Periodenlänge dazu, sondern man sagt für die Länge da, es ist die Wellenlänge Lambda. Also eine Schwingung vom Ort, ortsmäßig gesehen, das was ihr bei der Zeit die Periodendauer nennt, nennt man hier die Wellenlänge. Das wäre dann Lambda, ein griechischer Buchstabe. Das sieht etwa so aus. Und jetzt wissen wir, naja, es gibt die Periodendauer T, groß T, oder das ist 1 durch F. Und wenn ich jetzt die Ausbreitungsgeschwindigkeit T habe, C habe, dann weiß ich, C mal groß T ist genau das, was eben diese Wellenlänge Lambda darstellt. Und ich könnte auch schreiben C durch F. Wenn ich die zwei Dinge nehme und hier in diese Gleichung einsetze, dann stellt sich raus, dass ich das umschreiben kann. Mal, also S darf mal Sinus. Und jetzt statt Omega kann ich 2π ausklammern. Und habe dann da nur noch stehen, klein t durch groß t und x durch Lambda. Klein t durch groß t minus x durch Lambda. Noch schön die Klammern setzen. Auch mit dieser Formel genau das gleiche. Das heißt, auch mit dieser Art der Wellengleichung, dieser Darstellungsform, könnte ich alles ausrechnen. Jetzt wollen wir uns das ein bisschen anschauen. Natürlich schwierig, sich jetzt so etwas vorzustellen, wenn ich zwei Variablen habe. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Damit muss ich einen Trick anwenden. Eins von beiden muss ich einfach fest wählen. Entweder wähle ich den Ort fest oder ich wähle die Zeit fest. Wähle ich zum Beispiel die Zeit fest und sage, naja, zum Zeitpunkt T0, wie sieht eigentlich da meine Welle aus? Naja, zum Zeitpunkt t0 haben wir diese Funktion. Ich kann t durch 0 einsetzen, das heißt, meine Störung hat sich noch gar nicht, überhaupt nicht ausgebreitet und mein Störungserreger ist noch immer im Ursprung. Das heißt, wir sehen einfach gar nichts. Und auf dieser Achse hier oben trage ich s auf, also die Auslenkung. Und hier hinten s von x. Und hier hinten hätte ich x. Gehe ich über und sage, nehmen wir als t nun genau 1/4 Periodendauer, dann hat sich meine Störung genau ins Maximum, also die Amplitude bewegt und meine Welle hat sich genau 1/4 der gesamten Länge fortbewegt, also hier wäre 1/4 der Gesamtlänge, 1/4 Lambda, immer noch x und s von x und dazwischen würde sich so ein Teil des Sinuses zeigen. Und wenn ich das jetzt weitermache, kann ich das auch noch für t gleich groß t, also für genau eine Wellenlänge angeben. Eine Wellenlänge ist ja genau dadurch definiert, dass ich wieder
was wieder genau gleich ist, das Teilchen hier und hier. Das heißt, ich habe sowas wie eine Sinuskurve hier. Da wäre groß T, das wäre S Dach, da schreibe ich S von X hin. Und sonst sehe ich eine Welle. Hier vorne ist die Störung noch gar nicht angekommen. Und wenn ich jetzt noch 2T oder sonst was hin anzeigen würde, würde es immer weitergehen. Genauso kann ich aber sagen, ich lasse jetzt irgendwie X konstant und kann dann auch einfach sagen, naja, X an einem bestimmten Wert und zeichne dann die Funktion ein, wie das für den Punkt, für den einzelnen Punkt dort wäre. Also kann ich zum Beispiel sagen, naja, wenn ich den Punkt X gleich 0 anschaue, dann habe ich diese Welle, ich zeichne hier wieder T auf, das ist eine harmonische Schwingung, hier oben S von T. Nehme ich einen anderen Punkt, dann seht ihr, ist das nur eine Verschiebung um X durch C, das heißt, es würde immer gleich aussehen. Nur, dass sich halt die S von T-Achse sich dann an irgendwelchen anderen Stellen befindet. Zum Beispiel hier oder da. Aber auf jeden Fall immer eine Sinusfunktion. Das heißt, wenn ihr sowas darstellen wollt, müsst ihr immer euch entscheiden für eine Variable, X oder T. Die müsst ihr festsetzen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Ort. Und dann dementsprechend würde das einfach dann in der Gleichung eine Konstante werden. Wäre entweder das hier konstant, also die Verschiebung konstant, oder hier vorne der Zeitpunkt wäre schon, wäre auch eine konstante Verschiebung einer Sinuswelle. So, ich hoffe, es war einigermaßen klar, was ich euch hier zeigen wollte. Schaut mal wieder auf www.jurelta.de vorbei, besucht uns bei Facebook und bleibt uns gewogen.